entspricht deinen Wünschen, mein Ritter. Unsere Liebe und unsere Familie übertreffen deine kühnsten Hoffnungen. Hast du was gehört, Schatz? Es ist nichts, Liebling. Nur die Tür. Ich gehe schon. Die Kinder sind mit dem Abendessen fertig. Bring sie zu Bett. Ich sehe nach, wer da ist. Beeil dich! Die Kinder wollen einen Gute-Nacht-Kuss von dir. Es dauert nur einen Moment, Liebling. Ihr unterbricht einen privaten Moment voller Liebe. Ich hasse Unterbrechungen. Glücklich zu sein ist ein Zauber. Ah, in allen Freuden der Sterblichen liegt eine gewisse Macht. Ich habe ihm gegeben, was er immer wollte. Was ist daran schlecht? Gefühle sind niemals greifbar. Ihr könnt sie weder sehen noch berühren. Aber meist werden sie durch reale Ereignisse und Personen ausgelöst. Was ihr ihm angetan habt, ist abscheulich. Ich sah seine Einsamkeit und den Wunsch nach einer Familie, die ihn liebt. Auch die Erfüllung von Wünschen kann zu großem Leid führen. Eine Lektion für alle, die sich mit dem Gedanken an eine Heirat tragen. Wie lange soll er in dieser Benommenheit verharren? Wird er es merken, wenn sein Körper den Dienst versagt und der Tod ihn zu sich holt? Eine kurze, aber glückliche Existenz ist besser als immerwährendes Elend. Wir sind Partner. Ich gebe ihm, was ihm niemand sonst geben kann. Und durch ihn erfahre ich, was es heißt, sterblich zu sein. Freiheit bekommt man nicht einfach. Der Templer muss sie frei wählen können. Wenn ihr diesem Mann helft, was lernt er daraus? Gar nichts. Unsere Gedanken und Geister sind verschmolzen. Vergeht der eine, vergeht auch der andere. Ein Großteil meiner Stärke dient der Erhaltung unserer Verbindung. Aber da ich ihm Frau und Kinder bin, wird er mich bis zum Tod verteidigen. Ich will nichts von euch. Ich habe, was ich brauche. Ich bitte nur darum, dass ihr uns in Frieden lasst. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Hilfe! Da sind Banditen an der Tür. Sie wollen die Kinder ermorden. Hilfe! An mir kommen Sie nicht vorbei! Vorsicht vor den Dämonen!